Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zurück zu Spyro Reignited Trilogy. Wenn ihr dieses Video seht, und zwar morgen, also am Sonntag, bin ich bei einer Freundin. Und zwar bin ich bei Agent L. Ja, die will auch noch übrigens gegrüßt werden. Agent L, hier bist du in diesem Video bist du jetzt gegrüßt, während ich bei dir bin. Lol. Ja, heute machen wir Dr. Champ, den Boss in dem Level. In dem nächsten Video gehen wir dann zur nächsten Welt. Ich muss kurz gucken, was es für eine Welt ist. Okay, Welt der magischen Künstler ist unser nächster. Und jetzt mal kurz ein Update. Wenn ich mit der magischen Künstlerwelt fertig bin, wird es dann wieder Abstimmung geben. Okay? Also ich werde die magische Künstlerwelt einfach nur von mir aus machen. Weil es bringt ja nichts, wenn ich am Dienstag jetzt noch das Video hochgeladen habe. Bringt das ja nichts. Wenn ich dann einfach. Ja, dann kann ich ja den Boss und den Sonnen und den Flug da in dem Level machen. Deswegen mache ich magische Künstler komplett alleine, also komplett so, dass ihr einfach zugucken könnt. Und ab der nächsten Welt, Monstermacher, glaube ich, könnt ihr dann wieder mitmachen. Oh ne, das ist die. Ein Drache. Die sind so inkompetent, diese Leute. Inkompetenter als Yannick. Weil kaum, das sind die aus Felsen, trockene Felsflucht. Oh Gott, ich hab den gar nicht gesehen. Müsste jetzt eigentlich noch von dem einen 5 Punkte bekommen. 5 Edelsteine, ich weiß. Der ein 10er Edelstein. Hier oben müssten dann noch die sein. So die 20er. Ja. Na, kommen wir jetzt eigentlich schon nach ein paar Minuten im Level schon zum Bosskampf von Dr. Champ da oben, so. Trondo. Dr. Champ hält sich für obercool. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es ist, dem Laufen zuzuhören. Aber er sollte besser aufpassen. Ja, voll. Der Anfang hier ist eigentlich recht einfach. Ja, ihr wisst schon, was ich machen muss. Ich muss ihn verfolgen und immer, wenn er sich aufs Hinterteil. Ja, das ist fies hier. Ja, jetzt hat er mich noch getroffen. Ja, genau. Ich sterbe irgendwie immer bei den Bossen. Das ist kacke. Vor allem hier sieht das Spyro aus wie die Dawn of the Dragon. Bei diesem. Hier. Okay, ich weiß, glaube ich, wie. Oh nein, dann hier los. Spyro, da ist gefährlich. Ja, er trifft mir ja noch alles. Okay. Man muss doch wirklich schnell sein.
Ja, ich wusste es. Und das war schon der Bosskampf. Ja, in Spyro 1 sind die wirklich nicht so, ja, nicht so der Hammer. In Spyro 2 sind das wirklich schon Bosskämpfe. Ja. Und oh. Wo ist denn mal dieser Schlüssel? Ach so. Da ist er. Man muss wirklich jeden Boss zweimal töten. Nee, warte. Ein Boss muss man nur einmal, zweimal angreifen. Den musste man dreimal. Was war nochmal? Toasty? Zweimal oder drei? Doch, da auch dreimal. Der auch zweimal, ich glaube, in Melter magischen Künstler auch. Oh, ja. Auch nur einmal, also zweimal. Und im Endlevel, also mit gegen Gnasty Glock auch nur zweimal. Die Bosskampf mit Gnasty Glock wenigstens so machen können wie den mit gegen den Gulp oder Ripto, so einen richtigen Bosskampf, nicht so einfach nur als Gegner. Aber du kommst danach recht mit Cutscene halt. Wir müssten jetzt eigentlich alles haben, wenn ich es vergessen habe. Doch. Und dann danke Leute, dass ihr bei dem Video dabei wart. Und wir sehen uns dann in den magischen Künstlern wieder. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Sonntag. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntagabend. Und tschüss.